Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Es kommen die Chancen im Augenblick auf dem Silbertablett. Da lese ich doch tatsächlich unter einem der letzten Videos, wo sind denn bitte schön Aktien günstig geworden? Ich will heute mal eine ganz einfache Methode zeigen, wie ich im Augenblick auf die Suche gehe. Wie immer natürlich ohne irgendwelchen Empfehlungscharakter, sondern einfach um zu zeigen, dass man ohne große kostenpflichtige Abonnements heute auch sehr einfach, ja, richtig gute Qualität zu ganz kleinen Preisen finden kann. Es ist wichtig, dass man sich im Augenblick darüber klar ist, dass die Aktienkurse natürlich noch günstiger werden können. Vielleicht stehen wir am Anfang eines Bärenmarktes, vielleicht ist aber auch der ganze Spuk in einer Woche vorbei. Niemand weiß es. Deswegen ist mein Fokus im Augenblick, keine abenteuerlichen Unternehmen zu kaufen, sondern wirklich bewährte Qualität, grundsolide. Und die gibt es im Augenblick auch. Ich habe bei Finvis einfach mal gescannt und habe 5 Punkte, 5 Filterkriterien rausgesucht, die für mich im Augenblick interessant sind. Hier zeige ich mal die Einstellungen und das Ergebnis. Also, erster Punkt, ich möchte nur konservative Unternehmen haben und die finde ich eben im Dow Jones. Der zweite Punkt, es sollten etablierte, stabile Firmen sein und deswegen möchte ich mindestens eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar sehen. Drittens, ich möchte mindestens 4% Dividendenrendite kassieren. Ich denke, in der augenblicklich volatilen Marktphase ist das etwas, was man durchaus verlangen darf. Ja, wir wissen ja nicht, ob es vielleicht noch 10, 20, 30% tiefer geht. Die 4% Dividendenrendite geben mir hier wenigstens einen gewissen Sicherheitspuffer. Und das vierte Kriterium, sie müssen profitabel sein, diese Unternehmen. Deswegen habe ich also mindestens 5% Nettogewinnmarge hier einfach mal als Filterkriterium eingegeben. Schließlich als Sicherheitspuffer auch noch ein fünftes Kriterium, die Auszahlungsrate, Payout Ratio, sollte unter 80% liegen. Das heißt, sollte dieses das nächste oder auch das übernächste Jahr schlecht laufen, dann ist trotzdem noch Luft nach oben bei den Dividenden. Und darum geht's. Es sind alles Unternehmen, die ihre Dividende steigern, die wir hier finden. Wenn ich diese 5 Unternehmen mir anschaue und die dann mal in der David-Fish-Liste gegenchecke, dann stelle ich fest, dass zum Beispiel die 3M, also MMM, dass die 62 Jahre Dividendensteigerung auf der Uhr haben, IBM 24 Jahre Dividendensteigerung, Pfizer 10 Jahre Dividendensteigerung, Verizon 15 Jahre Dividendensteigerung und Exxon, da sind es 37 Jahre ununterbrochen jedes Jahr Dividendensteigerung. Jetzt kann man noch weiterarbeiten mit diesen 5 Werten und ich will auch an dieser Stelle gar nicht sagen, dass ich hier schon eine umfassende Analyse gemacht habe. Aber das Unternehmen, das ich dieser Tage unter die Lupe nehme, für mich diese Woche, das ist die 3M Company. Und zwar ganz einfach deswegen, weil es die mit 4,05% Dividendenrendite ganz, ganz selten gibt. Klar, das Unternehmen ist, wenn man das KGV nimmt, immer noch nicht unterbewertet. Ja, mit einem geschätzten KGV von 14,34 für die Zukunft ist es eher sogar das teuerste Unternehmen aus diesen 5. Aber historisch betrachtet ist das niedrig und zwar für die Firma selbst. Außerdem die Wachstumsaussichten, die sind auch nicht so rosig. Die Schulden sind relativ hoch. Es ist also riskant, muss man ganz klar sagen. Aber dafür gibt es eben auch 4% Dividendenrendite, 4,05 im Augenblick. Und ich habe mal nachgeschaut, wann es denn diese Dividendenrendite schon mal gab und ob es schon mal mehr gab. Ja, es gab schon mal 4,99% Dividendenrendite und zwar auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, als die Aktie bei 40,87 stand und es 2,04 Dollar Dividende gab. Da kam also die Dividendenrendite knapp auf 5%. Und damit sich das heute wiederholt, müsste die Aktie theoretisch knapp unter die 118 Dollar fallen,
Ist das möglich? Ja, absolut. Ist es wahrscheinlich? Nun, wenn wir keine massive Krise kriegen, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass man mit 3M nochmal 5% Dividendenrendite bekommt. Nichtsdestoweniger, ich will es nicht ausschließen und deswegen würde ich immer empfehlen, kleine Positionen kaufen, gestaffelt einsteigen. Es kann eben auch noch 10, 15, 20, 30% nach unten gehen. Das weiß ich nicht. Und deswegen mache ich kleine Positionsgrößen, steige in Tranchen ein, habe dann Pulver trocken, falls es nochmal abwärts geht. Und sollten die Kurse morgen wieder aufwärts drehen, na, dann habe ich wenigstens einen Fuß in der Tür und ärgere mich nicht über verpasste Gelegenheiten. Passt bitte schön selbst auf euer Geld auf. Bis zum nächsten Mal, euer Nils Gajowi.